Oh yeah, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Und ich habe mal wieder random einfach nur. Warum drücke ich immer die Select-Taste? Ich weiß es nicht. So, wir sind im letzten Part mit dem Bug Mono gefahren, haben da auch das Most Wanted-Rennen gegen den McLaren gemacht. Allerdings ist das ja nicht so glücklich verlaufen, da sich der gute alte Papa mal wieder verfahren hat. Deswegen, da momentan noch keine Fahrzeugwünsche offen sind, werde ich mir jetzt einfach mal ein Auto nehmen, mit dem ich denke, das könnte ich packen. Und zwar mit dem Land Rover. Nee. Mit dem Lamborghini. Ah, seht ihr, der Bug Mono hat nicht so die hohe Höchstgeschwindigkeit. Das kommt mir manchmal so ein bisschen. Ein Porsche Panamera Turbo muss ich nicht fahren. Hey, was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, was der Marussia kann. Nee. Nee. Komm, dann fahren wir, versuchen wir es nochmal mit dem SL65 AMG. Wir probieren es einfach nochmal. Damit haben wir den Lexus geschlagen. Vielleicht bringt er mir so ein bisschen Glück. Der jote alte Zerme des Benz. Schauen wir mal. Ich aktiviere mal das Most Wanted Rennen. So. Da muss man. Schauen wir mal, ob uns der Mercedes da Glück bringt. Wie gesagt, den Lexus haben wir damit schon geschlagen. Oh Gott. Da. Mann! War von meiner Spur runter. Also der Bulle ist unten im Tunnel. Das scheiß Navi schickt uns mal wieder auf eine Suicide-Mission. Falls hier rüber. So. Oben oder unten lang? Ach, jetzt runter. Naja. Hätte er uns auch vorhin da hinten schon runterschicken können, anstatt uns in den Gegenverkehr wieder zu wälzen. Aber wir kennen ja unser Navi mittlerweile. Das mag uns auch nicht. Was hier rüber? Alter, was gibt er uns für Strecken vor? Und dann muss man sich wieder. Schon ein Auto, was wir noch nicht haben. Und dann muss man sich wieder nur auf die Minikarte konzentrieren. Es gibt auch so viele andere Spiele, wo man eine freie Welt hat. Ah, was war ich denn hier gerade zusammen? Wo man auch eine freie Welt hat, so wie hier. Dodge, die Viper. Und man, da könnten sie auch trotzdem nochmal so Pfeile auf der Strecke machen oder so. Würde ich persönlich um einiges einfacher finden, als dass man sich dann jedes Mal auf die Minimap konzentrieren muss. Bei mir persönlich, ich meine, mag ja auch Geschmackssache sein, aber mir persönlich fällt das relativ schwer. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja, den Sprung nehmen wir aber mit. Sicherheitstor und einen fetten Sprung. So. Sehr schön. Geh weg. Ja, weiter zum Rennen. Wird er so die Chance haben? Ich weiß es noch nicht. Oh, verpisst euch doch mal jetzt. Die letzte Zeit ärgert mich das Spiel ganz schön irgendwie. So. Naja, bin ich mal gespannt. Ja, das kennen wir ja aus dem letzten Part. Verstanden. Einsatzleitung Echo 3 genehmigt.
Das war so klar. Das war so klar. Komm, noch ein paar Bullen rein. Halbe Stunde mehr Slow-Mo-Action. Fährt sich jetzt im Gegensatz zu diesem Bug-Mono so extrem schwerfällig. Das war klar. Mann. Ja, können wir eigentlich schon wieder knicken, den einzuholen. Ich glaube nicht, dass wir da noch rankommen. So, ein bisschen mehr Sonne bitte. Ich kann noch ein bisschen was von der Strecke erkennen. Was hält an? Achso, der zählt, ja. Boah, da hatte ich Glück, dass da jetzt kein Dings kam. Kein Gegenverkehr gerade. Ja, so Pfeile könnten sie ruhig immer machen. Ja, genau, jetzt bin ich gegen dieses Ding da gefahren. So, Achtung, wir werfen jetzt hier Nagelbände aus, Kampfer. Ja. Das können wir, glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Vor allem nicht so. Ja, bleib an der Ecke. Oh Mann, oh. Ihr braucht ja definitiv ein besseres Auto. Oder ich darf halt auch nicht so viele Unfälle bauen. Aber manchmal kann man es sich nicht aussuchen, ne? Ich probiere es jetzt aber natürlich noch einmal mit dem Cermedus. Und ja, ich sag extra Cermedus. Das ist ein Spaß. Da ist ein Buchstabendreher drin. Ich werde keine Kommentare lesen. Nö, du sagst die ganze Cermedus. So, gucken wir es nochmal. Komm, leck doch, fahr doch mal um die Kurve jetzt. Ich würde mit 300 fahren, würde ich es ja verstehen. Oh nein. Ja, ich dachte schon, jetzt sind wir irgendwo fett falsch gefahren. So, in der Sonne war eine Linkskurve. So, ich bin mal wieder ruhig, bin mich voll am Konzentrieren. Was ich merkwürdig finde, wenn man auf Bordstein kommt, man wird da richtig draufgezogen. Ich hab's rutschen sehen, das Scheißding. Ja, fuck you, ey. Och, Mann. Jetzt waren wir mal vorne und da muss uns der blöde Drecksack da so ein Nagelscheißdreck vor die Füße werfen. Oh, wir waren so schön vorne. Ich hab's nur so ein bisschen rutschen sehen, den. So ein Ding kann man. Ja, ich würde am liebsten schon wieder neu starten. Ich hab schon Pause gedrückt gerade. Komm, mach hin. Wie soll man denn so ein Ding ausweichen?
Das sind so Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ich mag sowas nicht. So. Schauen wir mal, ob wir da jetzt nochmal rankommen. Na, verpiss dich doch. Och, Mann! Ey, ich raste noch aus bei diesem Spiel, ohne Mist. Diese Bullen, diese Slow-Mo, das geht mir die letzte Zeit, nervt mich das alles tierisch. Komm, werf mir so ein Ding vor die Füße. Guck doch, wie weit vorne der ist. Hier waren wir eben schon vorne und da muss uns der... Och Mann. Wollte schon längst, ist das Schild hier. So. Halt die Fresse da hinten. Achtung. Jetzt bleiben wir hier wieder irgendwo hängen. Ja, jetzt kriegst du uns nicht mehr. Du Arschloch. Bleib hinten, ich sag's dir. Wir werden keine Freunde. Oh Mann, ey. Nervenaufreibend. Ich bin, glaube ich, gerade 800 Jahre gealtert. Minimum. Eher noch mehr. Aber jetzt müssen wir den Schrott einmal noch platt machen und dem Bullen entkommen. Und. Zentrale verdächtiges Fahrzeug ist weg. Brauche Perimeter beim Sektor 2, um ihn zu finden. Wo ist er hingefahren? Ja, ist jetzt auch egal. Da kommen wir jetzt eh nicht mehr ran. Probieren wir erstmal zu frisch. Bitte kompletten Perimeter und Rastersuche. Over. Verdächtiger ist weg. Streifen Sie ins Schornsetzer. Der wird schon gleich wieder irgendwo angeschissen kommen. Ah, da vorne ist er irgendwo. Ich glaube, er ist aber irgendwo abgefahren. Keine Ahnung. Würde die Karte halt mal rausscrollen. Naja, Autolock-Alarm. Ich hab hier gleich Herzinfarkt-Alarm, weil ich mich aufrege. So, fuck you, ey. Puh. Ich muss mich jetzt einfach mal kurz entspannen. Achtung, gleich Slow-Mo, weil er uns hinten reinfährt. Ne, er bleibt stehen. Mann. Oh, und ich drücke schon wieder die Select-Taste, weil ich immer dieses Menü da öffnen will. Aber das muss ich ja über das Steuerkreuz machen. Klappt's, Junge? Oder? So, Wagen, da haben wir jetzt hier noch den McLaren. Da ist er. Modifikation. Achso, diese Geländereifen da. Und rennen. So. Ist ja gut dahin. Nervt man nicht rum. So, hier stelle ich mich jetzt hin. Und beende den Part. Bisschen früher wie sonst. Tut mir leid. Macht's gut. Tschüss!